Ich dummer Ausländer. Kann ja mal passieren. Ich bin Erki. Ich bin Marta. Wir sind heute bei Wisst ihr noch? Und wir machen heute das Schulquiz. Was ist die Mehrzahl von Fuchs? Fuchse. Füchse? Ach, verdammt. Ich dummer Ausländer. Kann ja mal passieren. Was ist das Prädikat im Satz Emil kauft gerne Äpfel? Äpfel? Emil. Gerne. Kauft? Ich hab's gerade mit einem Verb verwechselt, deswegen. Du hast mit einem Verb verwechselt? Du hast Äpfel gesagt. Nein, ich wollte eigentlich kauft sagen und dann habe ich so beim Schlagen gemerkt, okay. Mann, das ist ja kein Verb. Und dann war ich überfordert. Egal. Echt? Kauft. Was? Achso. Hä? Ich bin lost. Egal, erster Gedanke ist immer richtig. Okay. Zu welcher Instrumentengruppe gehört die Oboe? Blasinstrumente? Boah, keine Ahnung. Der, ähnlich wie eine Klarinette, oder? Ich überlege gerade, wie nennt man nochmal beispielsweise so Klaviere, wie nennt man die Instrumentengruppe? Ich glaube, das ist was anderes. Nein, nein, wegen den Tasten. Achso, keine Ahnung. Eselsbrücke gescheitert. An meine Musiklehrerin. Hi. Ich habe nicht aufgepasst. Ja, ich weiß nicht mal. Ich weiß nicht genau. Also ich weiß nicht, ob es aus Holz ist oder aus, ja, Holzblasinstrumente. Berechne folgende Aufgabe. 2 plus 3 mal 4 minus 5. 9. Punktrechnung geht vor Strichrechnung. Und dann waren das schon mal 12. Und dann habe ich 2 plus 12 sind 14, minus 5 sind 9. Wahr oder falsch? Ein Kleinkind beißt mit 20 Zähnen. Wahr? Ja, vielleicht nicht ganz. Nee, falsch. Nein. Ich glaube falsch, weil Kleinkinder immer wieder Zähne verlieren oder rauswachsen. Und zieht man die mit? Das wäre so jetzt mein Gedanke, weil die Zähne fallen ab, also die Milchzähne und die Weisheitszähne wachsen nach, aber in der Zwischenzeit haben sie dann nicht die komplette Anzahl und dadurch... Glaub nicht. Was ist die Mehrzahl von Zirkus? Zirkel? Keine Ahnung. Zirken hört sich dumm an. Zirkus, ja? Zirkel. Ah ja. Ah ja. Was ist die Mehrzahl von Milch? Davon gibt es keine Mehrzahl. Würde ich sagen. Gibt keine Mehrzahl? Viel Milch? Es gibt eine Milchzahl? Milchzahl. Milch? Mehrzahl? Nee. Nee, weiß ich nicht. Es gibt eine Mehrzahl. Ist die Mehrzahl Milch trotzdem? Milchen? Naja, wusste ich doch. Oh mein Gott. Wahr oder falsch? Ein Delfin ist ein Säugetier. Ja, wahr. Seven vs. Wild hat geklappt. Welches Land verbirgt sich hinter dieser Flagge? Das Tschechien. Ich hau ein bisschen zu fest drauf, glaube ich. Habt ihr richtig gezählt? Ja, auf jeden Fall. Alter, echt, gab's auch zurück. Perfekt, so. Perfekt. Super. Das war Schulquiz mit Marta und Erki. Wir haben einiges Neues dazu gelernt, was wir vorher noch nicht wussten. Genau, und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann folgt mir auf TikTok, Instagram, Elkin Bellucci. Und ich heiße überall Marta X Antonia. Wenn ihr mehr von Wisst ihr noch sehen wollt, gibt's hier und hier noch weitere Videos. Vergisst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren.